Ich sehe es jetzt 4 Tage nicht mehr. Sali! So, ja, keine Ahnung. Ich fahre jetzt gleich zusammen rum. Ich gehe zu einem Kollegen, dem sein Zeug reichen, dann komme ich wieder zurück hierher, lade mein Zeug auch noch auf und dann gehe ich erst auf Wankdorf. Leckt mir, das wird jetzt noch etwas. Und noch geiler ist, ich habe keinen Akku mehr, Kamera. Alle 3 Akku leer. In dem habe ich noch 20%, ich hoffe, das reicht jetzt noch, bis ich wieder herkomme. Die anderen werden nicht so eingesteckt. Luftpolsterfolie für den Transport. Riesenhaufen. Geil, jetzt darf ich die Aufnahme zum dritten Mal machen, weil jetzt habe ich Hochdeutsch geredet, obwohl ich eigentlich Berndeutsch machen will, den Vlog. Letztes Jahr habe ich mir gar nicht so Mühe gegeben, einfach ein bisschen gefilmt und ein bisschen zusammengeschnitten, nachher gar nicht gross dabei gedacht. Und dann habe ich den Vlog aber viel angeschaut, dann habe ich mir gedacht, holy shit, das Jahr muss mir ein bisschen mehr Mühe geben, in diesem Fall. Ja, diverse noch geschrieben hatte, weil ich dann noch drei. Soll ich euch jetzt finden? Hilfe. Nein, ich hoffe, es wird ein bisschen anschaubarer dieses Jahr als letztes Jahr. Letztes Jahr war es irgendwie langweilig und cringy gewesen. Und damit tschüss, aber jetzt wirklich. Erstens, Leute, ich habe endlich anständigen Ton. Zweitens, ich habe alles parat. Ja, wirklich alles. Wir sind immer abgeräumt und mitnehmen. Endlich, für mal, jetzt ist 4 Uhr ab 4. Hey, holy shit, das ist jetzt. Jetzt ist mein Problem noch. Ich muss es irgendwie können. Ich muss das irgendwie in meinen Anhänger bringen. Und dort ist schon das Zeug von meinem Kollegen drin. Das wird verdammt knapp. Ich glaube, ich mache einen Zeitraffer. Bis nachher, Sali. Aber ich habe vergessen zu sagen, ich wollte zum Kollegen das Zeug reichen. Die Kamera hat mir zwar 15% angezeigt, aber erstens, wenn sie beim Kollegen angelassen ist, instant auf 0% angekommen, weil sie hat abgestellt. Und zweitens, Quick Capture hat nicht funktioniert, somit hat es unterwegs nicht aufgenommen. Ich gehe nicht mehr bis auf Bern auf. Sali. Endlich, Leute. Dass sogar noch mit dem Spannset drauf bin, weil es nicht gelangt. Jetzt ist 4:30. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Aber hey, ich habe es endlich geschafft. Jetzt nochmal den Scheissdreck hier anlegen. Und dann geht's los. Bis. Ja, bis dort eigentlich. Sali! So Leute, ich habe gestern zweimal vergessen, meine Kamera mitzunehmen. Zuerst mal sind wir einkaufen und zweimal bin ich nochmal hier in Kabu und etwas reichen. Ich habe es einfach vergessen mitzunehmen, das ist schon geil. Es hat ein Videomaterial für, keine Ahnung, für einen ganzen Vlog hat es gerade Videomaterial gegeben fast. Jetzt gehen wir auch gleich zum Morgen und keine Ahnung, das ist nicht halt der von gestern und der von heute je nach. Wobei nein, ist nicht, warte mal, wenn wir wirklich Hero Fest gehen heute, wird das hier wahrscheinlich der letzte sein, also der erste, hey nochmal. Es ist noch früh am Morgen. Dann wird das hier wahrscheinlich der erste und Zürofest geht der zweite. Ich weiß auch noch nicht mehr gesetzt. Hallo! Hier kann man zumindest ungestört filmen. Ich bin gestern extra noch mal hier. Ein Mikrofonhalter gerade ich. Also ein Mikrofonarmhalter, den ich am Tisch festschraube. Irgendwo habe ich den verloren. Jetzt gehen wir ins Fundbüro schauen, ob irgendjemand zusammengelesen hat. Wahrscheinlich nicht. Es gibt auch den neuen Mikrofonarm. Das war eh schon kaputt gewesen. Ja. Keine Ahnung.
kommt auch so noch in diesen Vlog, das zum schön zum Zusammenschneiden. Der nächste Vlog ist schnell an einem Hero Fest. Wir gehen auch noch mein nice Hero Fest. Also, sorry. Remix Time. Es ist 12.21 Uhr. Die nächsten Falten. Linie 9 Richtung Wabern fährt in 2 Minuten. Linie 9 Richtung Wabern fährt in 8 Minuten. Ein paar cinematische Aufnahmen zu machen für einen anständigen Vlog und dann warum habe ich in jedem Vlog so einen Scheissdreck? Salid, wir sind jetzt wieder zurück. Ich habe sie nicht gefunden am Bahnhof, die war nicht der. Nicht mehr dann da. Wie hast du gesehen? Das hier. Hoffentlich meine ich nur die Schnur, der Drakoschell zu Boden. Jetzt habe ich Stab gekauft und Betonkleber und jetzt klebe ich mein Mikro halt irgendwie so halb batzig dran an. Das wird etwa schon gehen. Ich hoffe jetzt die Drakolänge, weiss ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Jetzt ist es einfacher gelöst. Jetzt einfach mein Alt-Mikrofonarm mit Klebe angeklebt.